Lebensmittel müssen für HU noch eingeräumt werden. Wie man unschwer erkennen kann, stehen wir mit unserem Mobil wieder auf unserem Grundstück und sind seit 14 Tagen etwa wieder zurück aus Spanien. Und wie heißt es bei uns, nach der Reise ist vor der Reise. Und da möchte ich ein bisschen berichten, was wir jetzt demnächst vorhaben. Aber bevor wir dazu kommen, noch einen kleinen Rückblick auf unsere zurückliegenden Reise. Herzlich willkommen zu diesem Video. Wir waren 148 Tagen auf Reisen, ja überwiegend in Spanien, auch in Portugal. Ich habe da ja in verschiedenen Videos darüber berichtet. Genau 26 Videos sind es, glaube ich. Es gibt eine Playliste bei YouTube auf meinem Kanal, wo man diese Videos alle nacheinander anschauen kann. Es waren nicht nur 148 Tage, es waren auch mehr als 6.500 Kilometer, die wir zurückgelegt haben. Und 38 Mal haben wir Stationen gemacht auf verschiedenen Camping- und Stellplätzen. Wir werden auch im nächsten Winter wieder nach Spanien fahren, auch wenn die Plätze immer voller werden und voll sind. Man muss sich den Gegebenheiten anpassen und sich so ein bisschen dann auch darauf einstellen, dann funktioniert das alles. Also für uns war das überhaupt kein Problem. Wie gesagt, wir werden auf jeden Fall im nächsten Winter wieder in Spanien überwintern. Anfang Mai starten wir zu unserer nächsten Reise und zwar geht es nach Österreich, genauer nach Wien. Wir wollen uns Wien anschauen. Das wollen wir aber nicht alleine für uns machen, sondern das machen wir in einer sogenannten geführten Reise. Wir fahren also jetzt die nächsten Tage los nach Wien. Wir werden dazu einige Tage brauchen, wir lassen uns Zeit. Dort werden wir dann auf einen Campingplatz in der Nähe von Wien gehen und von dort aus gibt es dann die sogenannte geführte Reise. Das heißt, man wird teilweise mit dem Bus vom Campingplatz abgeholt, zu den Sehenswürdigkeiten gefahren. Es gibt immer einen Stadtführer dabei, es gibt Essen dabei, einen gesellschaftlichen Abend gibt es. Wir werden zu einem Musical gehen. All diese Dinge werden wir dort machen. Allerdings kostet das Ganze natürlich Geld. Das muss man ganz klar sagen. Das Ganze könnte man auch alleine machen, dann ist das natürlich wesentlich kostengünstiger. Aber wir mögen das, wir gönnen uns das mal und so wollen wir dann jetzt Anfang Mai dazu starten. Wir werden uns für die Anfahrt nach Wien einige Tage Zeit lassen. Das heißt, wir werden noch einige Stationen auch in Deutschland anfahren, Stellplätze wahrscheinlich. Und haben dann am Wochenende, ich glaube es ist der 6. oder 7. Mai, treffen wir uns in Wien auf dem Campingplatz. Wien West heißt er, glaube ich. Und von da aus startet dann die gesamte geführte Reise. Dort werden wir dann wahrscheinlich mit etwa 20 Fahrzeugen, die an diesem ganzen geführten Reise teilnehmen, werden wir uns dort treffen. Diese Reise wird organisiert und geführt von der Firma Cougar Tours. Wir kennen dieses Unternehmen. Ich habe auch schon mal über das Unternehmen berichtet. Wir haben mit denen schon 3 Reisen gemacht, waren immer sehr zufrieden. Das war natürlich schon ein bisschen her. Ich glaube, 2005 war die erste Reise in die Türkei. Und insofern ist das für uns jetzt nichts Neues. Wir kennen das so ein bisschen und finden das sehr angenehm, mit anderen zum Beispiel so eine Reise dann zu machen. Natürlich werde ich auch diese Reise wieder in Videos dokumentieren und auf meinem YouTube-Kanal veröffentlichen. Das Ganze ist natürlich immer so, ich schneide und bearbeite nicht, wenn wir auf Reisen sind. Das heißt, wenn ich Besichtigungen mache und den ganzen Tag unterwegs bin, dann finde ich nicht die Zeit am Abend noch da zu schneiden und das Video zu bearbeiten. Das heißt, es kommt so ein bisschen zeitversetzt. Wir werden zu dem aktuellen Platz, wo wir immer sind, wenn es immer so 2-3 Wochen hinterherhängen, vielleicht manchmal auch etwas schneller gehen. Das weiß ich im Moment noch nicht, nur zur Information für euch. Wir werden auf dieser Reise nicht nur Wien anschauen und in Wien sein, sondern wir werden auch noch andere Dinge uns anschauen wollen und auch noch andere Orte anfahren, vielleicht nicht nur in Österreich bleiben, vielleicht auch nach Italien fahren oder nach Kroatien. Das wissen wir aber alles noch nicht genau, das entscheiden wir dann ganz spontan.
Jetzt vielleicht noch mal kurz zu unserem neuen Vario Star. Viele haben mich darauf angesprochen. Also unser neuer Vario Star ist fertig. Der war Ende November fertig beim Hersteller Vario Mobil in Bumte, Nähe Osnabrück. Und steht dort jetzt in der Ausstellung. Das Fahrzeug wird zur Messe in Düsseldorf, das heißt Ende August, Anfang September, dort sein. Dort kann man sich das ansehen. Wir werden dann selber auch dort sein und vor Ort sein. Wahrscheinlich nicht jeden Tag, aber einige Tage werden wir schon da sein. Wir haben uns das Fahrzeug auf unserer Rückreise von Spanien noch mal kurz angeschaut. Wir waren noch mal da. Wir hätten gerne eine Probefahrt gemacht, aber das war an dem Tag nicht möglich. So werden wir noch mal irgendwann jetzt in nächster Zeit noch mal hinfahren und da eine Probefahrt machen. Darüber werde ich dann auch wahrscheinlich noch mal berichten, weil viele mich zu Details zum Fahrzeug befragt haben. Das war's mal wieder. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen und bye bye, bis zum nächsten Mal.